Hallo und willkommen wieder einmal in meinem gemütlichen provisorischen Videostudio. Eigentlich müsste ich jetzt ja draußen sein mit der Kamera, denn der Herbst zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite. Das Problem ist gerade nur mein linker Fuß. Keine Sorge, nichts gebrochen, nur die Sehne macht Stress. Tibialis, Posterior, Tendovaginitis für die Mediziner unter euch, aber schlimm genug, denn fotografieren kann man damit leider vergessen. Und selbst auf diesen Webcam-Bildern hier mit ihrer üblichen Kartoffelqualität erkennt man doch ganz gut, dass mir da in den letzten Tagen einiges entgangen ist. Und da stellt sich dann doch ein relativ ausgeprägtes Gefühl von Foto-FOMO ein und deshalb reden wir doch heute einfach mal über dieses Thema. Der Begriff FOMO ist ja eine längst etablierte Abkürzung, steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Was damit einhergeht und meiner Ansicht nach oft noch schlimmer ist, ist der Ärger und die Enttäuschung, etwas verpasst zu haben. Dafür gibt es aber, glaube ich, noch keine gängige Abkürzung. Das müsste man dann zum Beispiel DOMO nennen. Ich bleibe einfach jetzt bei Foto-FOMO für die Kombination aus beiden unangenehmen Gefühlen. Das ist durchaus ein ernstzunehmendes Problem, zumindest meiner Erfahrung nach. Vermutlich betrifft es längst nicht alle Fotografen gleichermaßen. Es hängt natürlich auch davon ab, welches Fotografie-Genre man bevorzugt. In meinem Fall ist das eben Landschaftsfotografie. Und da kenne ich auch unterschiedliche Varianten dieses unangenehmen Gefühls beziehungsweise unterschiedliche Situationen, in denen es sich einstellt. Da wäre zum Beispiel Variante 1. Man sieht das schöne Licht, den schönen Nebel, das Morgenrot, was auch immer, aber man kann nichts draus machen. Weil man gerade im Zug sitzt in Richtung Arbeit oder schon im Büro oder zu Hause mit einem kaputten Fuß. Selbst wenn man die Kamera dabei hat in dieser Situation, man kann halt einfach leider nichts draus machen. Ich habe schon allein vom Freiburger Hauptbahnhof eine ganze Sammlung zusammen an Bildern, wo ich solche Stimmungen dokumentiert, aber eben nicht anständig fotografiert habe. Ja, dieser Ort ist ein ständiger Quell der entgangenen Freuden. Und dann gibt es natürlich Variante 2. Man hat unerwartet die Gelegenheit, ein schönes Bild zu machen, aber man hat keine Kamera dabei. Das ist mir kürzlich mal passiert am Badischen Bahnhof in Basel, auch bekannt als Basel-Bad BF. Da ging es ausnahmsweise nicht um eine Landschaftsaufnahme, sondern um so ein Schattenspiel, das echt so gewirkt hat, als hätte man es extra für den Fotografen arrangiert. Normalerweise hole ich dann in so einer Situation das Handy raus und dokumentiere zumindest mal, was ich verpasst habe, was ich vielleicht hätte draus machen können, wenn ich die Kamera dabei gehabt hätte. Und dann gehe ich aber heim und ärgere mich, dass ich eben kein vernünftiges Bild machen konnte. In dieser speziellen Situation habe ich mich dann überwunden, tatsächlich das Ganze mit dem Smartphone festzuhalten. Ja, das hat echt ein bisschen Überwindung gekostet. Ihr seht das jetzt ja nicht so in der YouTube-Auflösung. Aber ich weiß, wie dieses Bild in 100% Ansicht aussieht. Und das ist eben nicht der Anspruch, den ich eigentlich an die technische Qualität meiner Bilder stelle. Dann gibt es natürlich Variante 3. Landschaftsfotografen, Routine, man studiert die Wetterprognose und die Satellitenbilder abends und entscheidet dann, ob man rausgeht und entscheidet sich eben im konkreten Fall, nein, aufgrund meiner langjährigen Erfahrung sage ich, das wird heute nichts mehr mit dem Sonnenuntergang, ich bleibe daheim. Und dann muss man wenige Minuten vor Sonnenuntergang von zu Hause aus feststellen, es hätte sich doch gelohnt, es hätte sich sowas von gelohnt. Ein Wahnsinnslicht, ein brennender Himmel, womöglich noch ein Regenbogen dazu, das volle Programm. Und man muss es von zu Hause vom Fenster aus beobachten. Wenn man dann auch noch die einschlägigen Webcams checkt, um rauszufinden, wie es an einem potenziellen Fotoaussichtspunkt ausgesehen hätte, dann wird es meistens noch bitterer. Und während zumindest mir diese Variante 3 am ehesten abends passiert, ist die folgende Variante 4 eher morgens anzutreffen. Also die Variante, wo man sich tatsächlich dazu entscheidet, fotografieren zu gehen, aber dann am falschen Ort landet. Zum Beispiel, weil man die Nebelobergrenze morgens falsch eingeschätzt hat. Da habe ich gerade auch ein ziemlich frisches Beispiel direkt aus der letzten Woche, kurz bevor es angefangen hat mit dem Fuß. Auch draußen schöner Nebel vorm Fenster und eben schwer einzuschätzen, wo die Obergrenze wohl liegen mag. Denn da muss ich jetzt mal einen kleinen Rant einschieben. Warum muss das eigentlich im Jahr 2024 immer noch so schwer sein? Ich meine, Kamera und Internettechnologie hat sich in den letzten 20 Jahren enorm weiterentwickelt, aber Webcams sind immer noch auf dem technischen Stand und auf der Bildqualität von vor 20 Jahren. Oft nur VGA-Auflösung, also 640x480 Pixel, Wahnsinn, ja, und nachts entweder nur schwarz oder gleich gar kein Bild.
Die Fotowebcam, von der ich vorher ein Beispiel gezeigt habe, auf dem blauen, ist die einzige Ausnahme hier in der Region und die ist schon wieder so weit weg, dass sie leider überhaupt nichts aussagt über die Nebelsituation bei mir in der Umgebung im Feldberggebiet. Da bleibt einem eben nichts anderes übrig, als auf gut Glück loszufahren und ich mache das mittlerweile ja meistens mit dem E-Bike. Geht schon auch ganz gut, also so grob in Richtung Feldberg erstmal auf der Bundesstraße, sonntagmorgens kann man das schon mal machen. Und auf etwa 1050 Metern Höhe hinter Bärental hatte ich auf einmal einen schönen klaren Sternenhimmel über mir. Und dann habe ich natürlich messerscharf geschlossen. Aha, die Nebelobergrenze liegt ungefähr jetzt auf diesen 1050 Metern. Da fahre ich doch mal nicht weiter zum Feldberg, sondern nehme einen anderen Weg Richtung Schluchsee. Denn da gibt es so ein paar Hügel um den See rum, die ungefähr 1100 Meter hoch sind, also genau die richtige Höhe haben, um über dieses schöne Nebelmeer zu schauen. Ja, dachte ich mir. Und am Ende sah es dann so aus. Da gab es dann natürlich auch keine Möglichkeit mehr, irgendwo in der Nähe höher zu kommen, oben drüber zu kommen. Auf dem Feldberg hätte ich mein Bild gehabt, wenn ich einfach gleich dorthin gefahren wäre. Aber ja. Das waren jetzt meine vier gängigsten Varianten von Ärger über verpasste Fotos. Und ich habe dann noch versucht, irgendwie ein Ranking zu machen, was davon am schlimmsten ist. Aber eigentlich sind die alle gleich schlimm, nur auf unterschiedliche Art. Bei Variante 1, also auf dem Weg ins Büro oder so, da ist es am ehesten das Gefühl der Machtlosigkeit, was den Frust auslöst. Bei den anderen, die sind eher so eine Kombination aus der eigenen Dummheit, über die man sich ärgert, und dem generellen Problem bei der Landschaftsfotografie, dass es einfach oft ein Glücksspiel ist. Ob die Wolken 10 Minuten früher oder später aufreißen, das entscheidet dann halt gerne mal über Märchenstimmung oder Vollflop. Und dazwischen liegt nicht viel. Vielleicht sind Varianten 3 und 4 doch die schlimmeren, denn wenn ich im Zug sitze oder im Büro, da kann ich halt nichts machen, da liegt es nicht an mir. Aber Fotofomo Typ 3 und 4, das setzt einen unter Druck. Wenn man sich fürs Daheimbleiben entscheidet, dann kann es natürlich so enden. Und wenn man sich fürs Rausgehen entscheidet, dann endet es gerne mal so. Was ist davon jetzt schlimmer? Meiner Ansicht nach ganz klar die Variante daheimbleiben und dann die schöne Stimmung zum Fenster raus beobachten müssen. Allerdings, wenn man sich mehrmals hintereinander dafür entscheidet, rauszugehen und dann mehrmals hintereinander so einen Totalflop erlebt, dann wird es auch ganz schön frustrierend und dann entscheidet man sich beim nächsten Mal halt, ach, naja, diesmal bleibe ich daheim, wird eh wieder nichts. Und das Ergebnis, klar, sieht dann so aus. Ja, so viele negative Gefühle. Gibt es dann nicht irgendwelche Möglichkeiten, um die in den Griff zu bekommen? Meiner Erfahrung nach kommen verschiedene Lösungsansätze in Frage, mehr oder weniger ernst gemeint. Möglichkeit 1, depressiv werden. Also nicht unbedingt wegen Fotofrust, sondern aus allen möglichen oder gar keinen Gründen. Ich hatte jedenfalls schon Phasen, da habe ich monatelang überhaupt nichts fotografiert, weil mir einfach alles komplett egal war. Das wirkt ganz wunderbar gegen Fotofomo, aber davon abgesehen kann ich es absolut nicht empfehlen. Also wenn ich die Wahl habe zwischen einer Sehnenscheidenentzündung im Fuß und einer Depression, dann nehme ich den Fuß. Und ja, ich weiß, eigentlich sollte man über so ein Thema keine Witze machen, aber wie ist es? Betroffene dürfen das. Naja. Ansonsten eben Lösungsmöglichkeit Nummer 2, man sucht sich ein anderes Fotogenre. Zum Beispiel Porträtfotografie im Studio. Da hat man dann kein Problem mehr mit Licht und Wetter draußen. Allerdings, abgesehen davon, dass man auch eine Kamera bedient, ist der Unterschied zwischen Porträt- und Landschaftsfotografie dann doch so groß, dass ich auch gleich sagen kann, ach, such dir doch ein ganz anderes Hobby, zum Beispiel Klavierspielen. Eben Möglichkeit Nummer 3, wenn man auf die Landschaftsfotografie nicht verzichten will, dann wird man eben zu einem dieser Blockbuster-Landschaftsfotografen, die um die ganze Welt reisen, um an den ikonischen Fotospots genau die gleichen Bilder zu machen wie schon zigtausend Leute vor ihnen. Da muss es dann unbedingt das Matterhorn gespiegelt im Stellisee sein oder diese eine berühmte Bucht auf den Lofoten oder das Vestrahorn an der Küste von Island. Oder der Messerarch bei Sonnenuntergang, wo man sich dann auch mit 50 anderen Fotografen um die beste Stelle prügelt.
Und diese Bilder muss man haben, diese ganz spektakulären. Drunter macht man es nicht, alles andere ist langweilig. Und deshalb ist einem das Wetter und die Stimmung in der eigenen Umgebung egal. Aber da werde ich dann lieber noch Porträtfotograf oder Musiker oder depressiv. Das ist alles besser als diese sinnlose CO2-Verschwendung, nur um irgendwelche spektakulären Aufnahmen zu machen, die es genauso schon 100.000 Mal gibt. Also, sorry, meine Meinung. Tja, dann bleibt nur noch Möglichkeit 4, und das ist auch meiner Ansicht nach die einzig realistische oder sinnvolle. Man nutzt das Gefühl als Antrieb und nutzt jede Gelegenheit zum Fotografieren. So lange, bis man irgendwann sagen kann, jetzt habe ich wirklich fast alles erlebt. Und dann denkt man bei so einer verpassten Stimmung eben, ja, ich habe das heute verpasst, aber was soll's, so ein ähnliches Bild, wie ich es heute hätte machen können, habe ich ja schon im Portfolio. Und wenn man es wieder mal vermasselt hat, dann schaut man halt auf die Bilder der letzten Monate, die gelungen sind, und da sollten dann doch meistens irgendwelche dabei sein. Also wenn ich mich zum Beispiel total verschätzt habe, wieder mal beim Sonnenuntergangspotenzial oder bei der Nebelobergrenze, dann werfe ich zum Beispiel einen Blick auf dieses Bild hier. Das Bild zeigt die Aussicht vom Windeckkopf, das ist der Hausberg meines Wohnortes Hinterzarten. Der hat immerhin etwas mehr als 1200 Meter Höhe, also ist für Schwarzwaldverhältnisse schon recht prominent, vor allem weil nach Norden eigentlich nichts Höheres mehr kommt. Also die Aussicht ist theoretisch schon ganz beeindruckend, aber nicht wirklich fotogen. Also man hat halt nur diesen eingeschränkten Blick nach Nord bis Nordost über die Skipiste runter. Kann man fotografisch jetzt nicht so wirklich viel draus machen, es sei denn, man hat noch so ein bisschen Bonusmaterial dabei. Und wenn ich dann dieses Bild anschaue, dann fühlt sich's doch ganz gut an, dass es mir gelungen ist, schon ungefähr eine Stunde vorher zu prognostizieren, dass es an dieser Stelle diesen passenden Regenbogen geben wird, so dass ich dann zur richtigen Zeit dort oben sein konnte. Oder ein anderes aktuelles Beispiel, hier dieses wunderschöne Zusammenspiel aus dem Morgennebel und den Wolken mit Morgenrot. Da hat einfach alles zusammengepasst. Und anschließend auf dem Rückweg habe ich dann auch noch dieses ausgesprochen leckere Mittagessen hier mitgenommen. Also, wenn man sich wieder mal fragt, warum tue ich mir den ganzen Scheiß eigentlich an mit diesen ganzen Misserfolgserlebnissen, dann kommt irgendwann wieder so ein Tag und so ein Tag beantwortet dann diese Frage. Ja, und jetzt habe ich es tatsächlich irgendwie geschafft, zum Ende dieses Videos zu kommen, ohne über meinen persönlichen Polarlichtfluch zu sprechen. Ich möchte eigentlich auch nicht drüber reden. Verfickte Scheiße. Aber ihr habt wahrscheinlich eh schon mehr als genug Polarlichtbilder gesehen. Ihr könnt so langsam keine mehr sehen. Dann nerv ich euch wenigstens nicht auch noch damit. Alles irgendwie positiv sehen. Und dem Fuß geht es ja mittlerweile auch wieder besser. Also morgen kann ich wahrscheinlich mal wieder vorsichtig vor die Tür bisschen frische Luft genießen und vielleicht auch eine schöne Herbststimmung. Also nicht über verpasste Gelegenheiten jammern, sondern immer nach vorne schauen. Soll das jetzt das Fazit des Videos sein? Ich weiß nicht. Klingt irgendwie ein bisschen banal. Muss morgen oder irgendwann an der frischen Luft nochmal drüber nachdenken. An der frischen Luft kann man besser nachdenken. Wie auch immer, wir sehen uns, und bis dahin zeige ich euch zum Abschluss noch ein paar Bilder aus den letzten Wochen, die mir und vielleicht auch euch in fotografisch schlechteren Zeiten bisschen Motivation geben können. Darunter übrigens auch ein Bild von diesem Morgen hier. Ja, da habe ich tatsächlich am Ende doch noch was draus gemacht. Ich wünsche viel Vergnügen und bis bald.